Ihre Meinung. Ist der Islam gefährlich? Darüber diskutieren 100 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Experten. Ihre Gastgeberin ist Bettina Böttinger. Aha, wir haben schon eine Reaktion, die ist schon sehr harsch, wie ich finde. Alice schreibt per E-Mail, als Frau möchte ich nicht ins Mittelalter zurückgeworfen werden. Also ein deutliches Nein zum Islam und zur Lebensweise des Islams. Es ist ein großes Thema und ich glaube, wir haben heute sehr heftige Meinungen, mit denen wir es zu tun haben. Aber ich möchte jetzt gerne mal zu unserem Expertentisch zum ersten Mal, denn das zweite Kopftuch heute Abend, hier auf diese Seite, das ist von Ihnen, von der stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Jetzt habe ich den Titel und zwar seit wenigen Tagen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Nurhan Soykan. Mein ehrenamtliches Engagement kommt ja aus meiner Überzeugung, dass ich islamisch leben möchte und auch für die Muslime in Deutschland besonders mich einsetze. Ich denke, wenn ich diese Überzeugung habe und dieser stark ist, dann kommt irgendwie das Kopftuch eigentlich mit dazu. Das kommt bei mir aber so an, als sei die bessere Muslimin die mit Kopftuch. Nein, das würde ich nicht sagen. Nein. Ich habe eben gesagt, E-Mail, Twitter, Facebook. Ich habe aber auch einen Brief bekommen. Das gibt es auch noch, handschriftlich, geht auch noch. Von Peter Linnenbrock, der wusste, das ist unser Thema heute, aus Witten. Und er schreibt, meine Meinung ist, der Islam will auch über uns bestimmen. Somit werden wir ebenso unterdrückt wie alle Muslime in anderen Ländern. Würden unsere Politiker sich vom Islam Vorschriften machen lassen? Die Politiker sollten vielmehr das deutsche Volk befragen, wer dafür ist, dass der Islam zu Deutschland gehört. Herr Linnenbrock, wir waren schneller als Ihr Wunsch. Wir haben nämlich bei Infratest, das machen wir die ganzen Tage ja schon, eine Umfrage in Auftrag gegeben. Und die entscheidende Frage ist, gehört der Islam zu Deutschland? Und dann haben wir das bereits schon einmal 2010 fragen lassen. Sie erinnern sich vielleicht, dass Christian Wulff das damals in einer bedeutenden Rede gesagt hat. Und damals, vor 6 Jahren, haben 49% gesagt, ja, der Islam gehört zu Deutschland. 47% haben gesagt, also knapp dahinter, aber immerhin, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist erst 6 Jahre her. Und jetzt kommt das Ergebnis, aktuell, ganz frisch von Infratest DIMAP, nur noch 34% sagen jetzt, der Islam gehört zu Deutschland. Und die Zahl derer, die es verneinen, ist von 47% auf 60 hochgeschnellt, muss man in diesem Fall schon sagen. Sie hören mich hinten, letzte Reihe. Ja. Also weiter zu einer Veranstaltung, bei der Sie genau davor warnen. Die Alternative für Deutschland mischt. Treffen der AfD in Gelsenkirchen. Der Parteivorsitzende ist da, aber um Jörg Meuthen und die AfD selbst geht es mir nicht, sondern um die Menschen, die auch wegen der Diskussion um den Islam hierher kommen. Aber wenn man das da mitbekommt. Die Ängste, die ich habe, ist, dass man zu naiv mit dem Thema umgeht. Es werden immer mehr gesellschaftliche Räume beansprucht. Und es wurde ja zum. Was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass Muslime immer mehr Teil der deutschen Gesellschaft sein wollen? Dass sie immer mehr einfordern und dass unsere Kultur immer weiter zurückgedrängt werden soll. Da ist er im Prinzip im Kern gefährlich. Gefährlich? Islam, ja, als Ideologie, als Politik. Kommen Sie mit rein, dann können Sie das. Die Angst vor Überfremdung, vor einer sogenannten Islamisierung ist hier groß. So groß, dass eine Frau voller Emotionen sich einschaltet. Was ist die Gefahr dieser Ideologie? Alles dadurch gegeben, einfach auf den Punkt gebracht. Religion, Gesetz und Politik und die Sachen drei zusammen passen nicht. Es geht nicht. Und deshalb werden die immer ihren Freiraum in Deutschland haben, aber niemals sich über unsere Werte drüber stülpen können. Und deshalb werden die unsere Werte nie akzeptieren. Es ist ja nicht nur so, dass im Endeffekt unser Grundgesetz ausgehöhlt wird. Das kann man ja so gar nicht sagen. Es geht ja letzten Endes darum, dass es einfach nicht anerkannt wird, dass man ein eigenes Wertesystem mitbringt, was höher steht, weil es ein göttliches Wertesystem ist. Ich merke, viele hier haben sich mit dem Islam beschäftigt, wissen viel und haben Sorgen. Schwer für mich zu sagen, ob das hier radikale Sichtweisen sind, geprägt durch Erfahrungen, und ob sie vielen Menschen in NRW aus der Seele sprechen. Meine Meinung ist dazu, der Islam nimmt für sich die Religionsfreiheit hier in Deutschland gerne in Anspruch, übt aber gegenüber anderen Religionen null Toleranz aus. Das heißt, es begann vor 30, 35 Jahren, als Ayatollah Khomeini
in Paris mit großem Bahnhof verabschiedet worden ist. Mhm. Die gesamte französische Presse hatte gejubelt und der Ayatollah Khomeini flog nach Teheran und der Schah aus Persien, Reza Pahlavi, musste dann das Land verlassen. Ayatollah Khomeini hat dann in Persien, im heutigen Iran, den ersten Gottesstaat gegründet und auch das islamische Recht eingeführt. Das heißt, das existiert heute noch natürlich, das heißt, es werden dort Hinrichtungen durchgeführt. Allein im letzten Jahr 2015 700 Hinrichtungen allein im Iran. Hinrichtungen für Gotteslästerung, Beleidigung des Propheten und drittens Beleidigung der Religion und viertens Tod durch Steinigung bei Ehebruch. Interessant ist dabei, dass merkwürdigerweise nur Frauen Ehebruch begehen. Ja, das ist ein, das, der, ja, ist so. Aber meine Frage an Sie ist auch, Sie berichten jetzt von einer Zeit, die verweist von einem ganz anderen Land. Welche Sorge haben Sie, was Deutschland angeht? Ja, ich habe nämlich folgende Sorge. Sollen wir diese Religion bei uns so akzeptieren? Sollen wir das alles tolerieren? Die Hinrichtungen, die Rechte, die dort nicht existieren. Das heißt, Sie meinen, das wird sozusagen mit dem Islam auch kurz oder lang zu uns kommen? Es wird kurz oder lang mit dem Islam zu uns auch hinkommen. Und wenn Sie noch eins sagen darf, niemand schnallt sich einen Sprengstoffgürtel um und geht damit spazieren. Das kann man nur machen, wenn man von der Religion so überzeugt ist und im Namen Gottes handelt. Das ist nämlich der Punkt. Aber möchten Sie was sagen? Ja, sehr gerne. Also man platzt ja förmlich. Das muss man schon sagen, wenn man dann so sieht, so Alibi-Frauen wie Frau, ich habe leider den Namen nicht verstanden. Für mich ist das nicht normal. Ja, das ist eine Alibi-Frau, die von den Männern genauso missbraucht wird wie jeder andere Muslima. Bis auf die paar Ausnahmen, die es wahrscheinlich gibt bei gebildeten Muslimen. Aber im Übrigen ist das Ganze ja nur ein Sieg über die Frauen. Auch die Muslime, die hier in Deutschland auf unsere Frauen heruntergucken. Das ist doch eine Katastrophe. Sie benutzen sie wie in eine Bedürfnisanstalt. Und gar nichts anderes. Und da muss man gegen vorgehen. Das heißt, ich hatte jetzt bei den letzten beiden Wortmeldungen ganz klar das Gefühl, sind auch eine deutsche Jesidin. Ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten, ich auch, haben diesen Begriff zum ersten Mal gehört, als es zu den furchtbaren Übergriffen kam, zu den Einkesselungen im Nordirak. Sagen Sie noch mal ganz kurz, was ist das Jesidentum? Das Jesidentum ist eine Religion, die bis 4000 Jahre vor Christus zurückgeht, eines der ältesten Religionen des mittleren und vorderen Orients. Und als Jeside kann man nur geboren werden und wir sind keine Schriftbesitzer. Und die Tatsache, dass wir keine Schriftbesitzer sind, hat uns für radikale Islamisten zu Teufelsanbetern gemacht. Und wozu ein politischer Islam in der Lage ist, wurde am Exempel der Jesiden bestialisch im Grunde genommen gezeigt. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Unsere Geschichte wurde erzählbar über den IS-Terror. Wir reden von 5000 Frauen, die immer noch in IS-Gefangenschaft sind, die versklavt worden sind, vergewaltigt worden sind, legitimiert durch Versen aus dem Koran, die nicht kritisch eingeordnet worden sind. Das heißt, diese IS-Kämpfer, die das machen, denken, dass sie gottgefällig handeln und halten sich selber für fromme Muslime. Das heißt, die Jesiden werden auch von den radikalen Muslimen unterdrückt? Auch. Es geht mir auch um die Säkulären, um die Liberalen, wo ich mich frage, wo seid ihr? Wo und? Seid ihr, wenn die Hassprediger eure Religion in den Dreck ziehen? Wir haben hier 5 Millionen Muslime und über 99% der Muslime leben seit 50, 60 Jahren friedlich in Deutschland. Wir machen unsere Integrationsarbeit, wir versuchen der Gesellschaft was Positives zu geben und wir können uns auch zu Buch schreiben, dass von uns bisher auch keine Gefahr ausgegangen ist. Das ist eine abstrakte Gefahr. Ich gehe jetzt in diese Ecke, weil ich hier noch nicht war, noch gar nicht. Ich kenne Sie nicht, wer sind Sie? Ich möchte gerne die Gelegenheit ergreifen und auf das Wort Religionsfreiheit zurückkommen. Mhm. Und für mich nehme ich in Anspruch, dass ich in Deutschland auch religionsfrei leben kann. Ich feiere jeden Tag meine Freiheit, wie die Dame, die Jesidin ist, vorhin gesagt hat. Ich fühle mich frei. Ich möchte nicht, dass in Deutschland irgendwann mal eine Religionspflicht eingeführt wird. Und zu dem Kopftuch, das sehe ich anders als viele andere Frauen hier, die vielleicht Angst vor der Unterdrückung, der Gleichberechtigung haben. Mich stört, dass diese Kopftücher im öffentlichen Raum eine direkte Repräsentation des Islam, der Religion sind.
Und ich empfinde, in Deutschland, keine Religion wird so offensiv ausgelebt wie der Islam. Und das ist beängstigend. Merken Sie das denn, was Sie jetzt gerade schildern, dass eine Religion so intensiv ausgelebt wird? Merken Sie das in Ihrem privaten Leben, in Ihrem Wohnumfeld? Frau Böttinger, ich erzähle Ihnen ganz kurz und ganz schnell eine Geschichte, weil wir sehr viele Teilnehmer haben, die noch was sagen möchten, zum Thema Islamisierung. In meiner Heimatstadt gibt es eine wunderschöne Moschee und wir leben an sich auf der Insel der Glückseligen, alle Religionen gemeinsam, wunderschön. Ist nur Folgendes passiert, ein Moscheeverein, der DITIB-Moscheeverein, hat natürlich, bevor die Moschee gebaut wurde, wie das so üblich ist, Bürgerdiskussionen. Überall und in sämtlichen Ortsteilen, wir haben 9 Ortsteile, überall hingegangen und uns wunderschön. Dieser Moscheevorsitzende mit dem gesamten Vorstand hat jedes Mal in jeder Diskussion beteuert, wir möchten eine Moschee, wir werden nie einen Muezzinruf einführen und so weiter und so fort. Ich ahne, worauf es hinausläuft. Im vergangenen Jahr im März wurde an Hitlers Geburtstag der Moschee der Muezzinruf eingeführt. Das war Zufall. Das war Zufall, aber ich sag mal unsensibel. Und bin auch Diplom-Sozialpädagogin. Und ja, mich wühlt das Thema auch täglich auf. Ich muss aber sagen, ich möchte vorausschicken, dass mir eine Sache nicht gefällt. Ich möchte nicht immer sagen, die machen das hier, ja? Die schüren die Angst. Ich kenne so viele herzliche Muslime der ersten Generation, die aber mir in meinem Berufsalltag sagen, dass sie sich schämen für das Verhalten der jungen Männer oft. Es sind oft junge Männer. Ja, das soll nicht diskriminierend sein. Ich habe es oft erlebt, dass man, wenn ich in meinem Land hier mich frei bewege, mit einem Sommer-T-Shirt in der Stadt oder irgendwie mich ganz frei bewege, dann ernte ich oft viele, oder nicht nur ich, auch viele Bekannte von mir, böse Blicke, verächtliche. Was ich verstehen kann, ist, dass Kulturen aufeinander treffen und prallen. Ja? Was mir fehlt, ist, dass Feingefühl von muslimischer Seite, dass auch wir Angst haben. Ich komme aus dem schönen Sauerland. Bei uns ist das alles beschaulich. Aber das ist nicht mein Thema, sondern es geht mir darum, dass wir unser Rechtsverständnis, das im Grundgesetz mit Religionsfreiheit beschrieben ist, aber wir akzeptieren, dass ein Religionszwang dahinter ist. Und wir müssen auch mal Vorschläge machen, was wir denn dagegen tun können. Und da würde ich sagen, diese ganze Zwangsverkleidung, das gehört alles weg. Alles aus der Öffentlichkeit weg. Tja, für mich ist ganz klar, die Religion, der Islam, ist, sei es in irgendwelcher Form, auch wie immer er dargestellt wird, mit den freiheitlichen Grundwerten unserer Bundesrepublik Deutschland nicht vereinbar. Das geht nicht. Wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die fußt auf dem Grundgesetz. Anne T. sagt, Staat und Religion gehört strikt getrennt, Punkt. Das ist ein Grundsatz. Und Wolfgang Klatt sagt, der Islam gehört nicht zu uns, er richtet sich gegen die Werte der abendländischen Religion, das Christentum und so weiter und so fort. Ich komme aber noch mal zu Ihnen, Frau Tekal. Weil wir haben ja eben gesagt, wie viele Muslime hier seit Jahren friedlich leben. Und dann sagen andere, das ist niemals eine friedliche Religion. Sie sagen in Ihrem Buch aber auch, Multikulti ist gescheitert. Das ist ein Satz, der wiegt sehr schwer, weil es eine Politik seit vielen Jahren, den Versuch einer Politik für nichtig erklärt. Warum glauben Sie das? Ja, weil ich glaube, das Prinzip der Gleichmacherei immer scheitert am Ende. Und selbstverständlich ist es auch so, dass nicht alle Menschen aus anderen Kulturkreisen per se erstmal gute Menschen sind. Und es ist so, dass bestimmte Parteien sich im Grunde genommen richtig darauf ausgerichtet haben und gar nicht mehr richtig verstanden haben, mit wem sie am Ende verhandeln. Denn es geht darum, wenn wir sozusagen auch den Säkulären eine Stimme geben wollen, müssen sie sich auch eine Stimme nehmen. Aber die Lebensrealität sieht so aus, dass diejenigen, die sozusagen auch für den liberalen Islam einstehen, bedroht werden, dass sie unter Polizeischutz stehen, dass Journalisten wie ich mundtot gemacht werden und in ihren Dreharbeiten behindert werden, wenn sie da sozusagen in dem Milieu rumfuschen. Und das heißt, das klären wir unter uns. Ja? Dass dann ein Vater vom Täter zu mir kommt und sagt, machen wir nicht. Ja? Das sie lässt sind schön Journalisten, bleiben. Sie wissen, wovon Sie reden. Ganz genau. Dazu sagen. Und deswegen glaube ich, dass ich das zu Recht behaupten kann. Auch für mich war es eine Enttäuschung, persönlich bedingt. Aber Multikulti ist gescheitert und wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen. Sonst machen Sie Rechtspopulisten. Da würde ich jetzt gerne darauf Bezug nehmen, meine Damen und Herren. Und was sich sicherlich viele von uns fragen, ich mich ehrlich gesagt auch, wenn ich manche Äußerungen höre, ist einfach, ist denn der Islam, auf den man sich beruft, auf den Koran, ist es eigentlich eine Religion, die reformfähig ist? Ich möchte zuerst eine andere Frage beantworten, nämlich ob der Islam mit Gewalt zu tun hat. Ich sage ja, und zwar dreimal ja.
Also diese Islamisten wie Abu Nerji, der hat auch Koran zitiert. Er sagt, es steht alles im Koran. Also wir unterscheiden zwischen dem mechanischen und medinensischen Koran. Also Mohammed, der Prophet, war nicht nur ein Verkünder, ein Religion, sondern ein Staatsmann. Und er hat Kriege geführt. Wir finden in dem Koran, der offenbart worden ist, als der Prophet ein Staatsmann war, nämlich Verse wie die Sure 929, die Gewalt, so zum Gewalt aufrufen. Wir haben die sogenannte Tradition des Propheten als zweite kanonische Quelle. Da gibt es auch Gewaltstellen, halt, worauf die Muslime sich berufen. Wir haben eine ganze historische Theologie, die Gewalt verherrlicht. Und deshalb sage ich, alles andere als Behauptung, es beinhaltet nichts anderes als eine schöne, bequeme Rhetorik. Es ist unsere Aufgabe, wir Muslime einfach endlich mal zu beginnen, uns in Frage zu stellen, den politischen Islam in Frage zu stellen. Vielleicht nur eine kleine andere Bemerkung. Wir reden hier über ein Prozent von Salafisten. Die gibt es hier bei uns in Deutschland, aber wir haben ein anderes Problem, nämlich die sogenannten Dachverbände bei uns in Deutschland. Ich nenne die der Zentralrat der Muslime, und die DZIB, die vertreten nur 20% aller Muslime. Und ich frage, sogar weniger, 15%, 15 genau gesagt. Die anderen 5% gehören zu Alawiten und zur Ahmadiyya-Gemeinde. Nun, ich frage mich, wer vertreten diese Dachverbände? Und ich betrachte die Dachverbände als Vorstufe des Extremismus in ihren Moscheen. Sie sind dabei, die Dachverbände bei uns in Deutschland, sie sind dabei, einen konservativen Islam zu etablieren. Wir wissen in einigen Städten nämlich, dass die Kinder oder Familien, die Kinder, die zu DZIB gehören, die wollen nicht ihre Kinder zur Schule schicken. Aber Moment, und die DZIB will unbedingt als Ansprechpartner des Staates, ich sage es, die Dachverbände bei uns in Deutschland, die sind die falschen Ansprechpartner. Die richtigen Ansprechpartner, das sind die Liberalen. Eine Frage, Sie haben eine Frage dazu. Genau zu ihr. Ja? Und zwar, warum kommen, ich bin selber Moslem, ja? Ich bin auch Alevite. Ich setze mich wieder. Ja. Und ich bin auch hier in Deutschland geboren. Ja. Und mich hat es immer selber interessiert als Moslem, wenn islamische Bürger, egal aus welcher Nation auch immer, nach Deutschland wollen, warum wollen sie nach hier hin? Wenn ich in ein Land will, dann passe ich mich diesem Land auch an. Warum möchte ich nach Deutschland? Warum? Also ich versuche jetzt direkt auf die Frage dann auch einzugehen. Also mehrheitlich sind es natürlich sozioökonomische Gründe, warum Menschen quasi einen Weg auf sich nehmen. Aber Deutschland ist keine Bank. Nein. Deutschland ist keine Bank. Ich nehme die Bemerkung auf. Ich erlaube mir, wegen der vielen Wortmeldungen, die wir haben, hierher zurückzugehen. Was sagen Sie zu der Diskussion hier als Stellvertretende? Also so wie wir die Debatte heute führen mit diesen ganzen Vorurteilen und mit dieser fehlenden Differenzierung, müssen wir wirklich sagen, dass das nur der AfD und den Salafisten in die Hände spielt. Und das ist eine Scheindebatte, die hier geführt wird. Das ist nicht ausreden lassen. Das ist nicht der wahre Islam. Was glauben Sie, warum ist gerade Nordrhein-Westfalen ein Land, in dem so viele junge Männer auf diese Ideologie der Salafisten anspringen? Gerade diese Vorurteile, die ihnen tagtäglich begegnen, in den Medien, in den Zeitungen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, dass sie sich nicht in der Gesellschaft akzeptiert fühlen und irgendwo dann eine Gemeinschaft suchen, die sie aufnimmt. Frau Böttinger, ich habe eine Sache. Moment, Wir in Deutschland müssen dafür sorgen, wenn wir Salafisten hier in Deutschland dulden, wir können sie nicht dulden, wir müssen sie rausschmeißen aus Deutschland. Sollen sie doch in dem Land arbeiten und ihren Scheiß machen, wo sie herkommen.
Ich bin der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, aus meinem Grund, weil die kulturellen Wurzeln völlig anders sind. Sie können nicht einen Birke mit einer Tanne kreuzen. Wir haben, und unser Erbe kommt aus der Geschichte, unser Erbe kommt aus der griechischen Kultur, aus der römischen Kultur. Wir haben die Aufklärung gehabt, wir haben die Französische Revolution gehabt. Alles diese Dinge haben uns das zu dem gemacht, was wir sind. Und wir haben die Religionsfreiheit. Und Religionsfreiheit haben wir. Glaubensfreiheit. Wir haben die Glaubensfreiheit. Ja. Also das ist ein kleiner Unterschied. Aber die Menschen, die aus islamischen Ländern kommen, eine völlig andere Kultur. Sie können das nicht vermischen. Ich würde Sie gerne, die sich ja in der ganzen Zeit gemeldet haben. Patrick de Vogt aus Belgien. Und, ein Belgier. Eine ja. Niederländerin, ein Belgier. Für die Gefahr, die um uns treibt, nach den Attentaten in Brüssel und vorher, 4 Monate lang, hat man einen Schwerverbrecher gejagt in 3 Quadratkilometer, den man nicht bekommen hat. Dieser Mann wurde gedeckt. Ja. Und der wurde nicht von 2, 3 Islamisten gedeckt oder vom ISIS. Der wurde von einem ganzen Stadtteil von 150.000 bis 200.000 Menschen gedeckt. Das kann man nicht nur einfach so verharmlosen. Und dann jedes Mal die Zentralräte, ob in Deutschland oder in Belgien, Holland, verharmlosen die ganze Sache. Die sagen einfach nur, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Herr Dreyer vom Verfassungsschutz fragt nach den Wurzeln. Die Wurzel ist ein Wort, Islam. Damit basta.